WTF, warum zum Teufel hat Markus ein Porenta getauscht? Egal, willkommen zurück bei Let's Play Together Pokémon Feuerrot. Wir sind bereits in Urania City, aber ich bezweifle, dass der Gute sich hier das Radkupor geholt hat von dem alten Vorsitzenden des Pokémon Fanclubs. Dieser wird jetzt eine lange Geschichte über seinen Galopper erzählen, die ich definitiv nicht vorlesen werde, weil sie einfach nur unnötig ist. Wer sie unbedingt hören möchte, der kann das ja unten mitlesen. Hören? Dann hört ihr es ja nicht. Egal. Ihr könnt es jedenfalls lesen. Ihr seht schon, es ist nur Quatsch. Es geht eigentlich nur darum, das hier zu bekommen. Radcoupon. Denn genau damit kann ich nun ein Fahrrad in Dings da Bums da bekommen. Azuria City, genau. Das werde ich aber jetzt nicht holen, das macht am besten der Caleb dann, der eh wahrscheinlich den Rest der Stadt erkunden will. Ah, Moment mal. Eins fällt mir noch auf. Der Profi-Angler hier. Naja. Auch die Profi-Angel haben wir noch nicht. Quatsch, die normale Angel kriegt man ja erstmal. Und stimmt. Wie hat Markus eigentlich auf das Carpador reagiert? Oh! Er hat's abgelegt. Na, ich muss anscheinend sowieso mal ins Pokécenter mich heilen. Kann ich gleich mal schauen, wo das Süße denn so ist. So, geheilt. Jetzt schauen wir mal. Oder hat das etwa freigelassen? Das wäre mal crazy. Nein, hat er jetzt nicht im Ernst gemacht. Lol, Markus lässt sich selbst frei. Wie geil ist das denn? Ach, nein, 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 da ist er. LP Markus. Trainiert? What the f... Oh, Mann. Hoffentlich lässt er das bleiben, weil, wie ich euch schon mal erzählt habe, ist Garados in dieser Generation ein Opfer. Ist leider so. Ist nicht zu gebrauchen. Aber worauf ich jetzt riesig Bock habe... Das ist die MS-Anne. Das habe ich euch schon angekündigt, dass ich da richtig Bock drauf habe und ich scheine Glück zu haben, denn ich habe tatsächlich den Part der MS-Anne. Juhu! Kann also durchaus sein, dass dieser Part etwas länger wird, weil ich liebe dieses Schiff. Ich liebe diese Musik. I like that. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Ach echt? Haha, geht's ihnen wie mir. Ich hoffe nur, dass nicht zu viele Wasser-Pokémon drankommen, weil wir ja nach wie vor nur ein Pokémon haben. Und das ist unser Glutexo bzw. Geilkind. Aber es dauert, glaube ich, nicht mehr so lange. Dann können wir endlich mal ein weiteres fangen. Hier also auch ein Feuer-Pokémon, Fukano. Nimm die Geheimpower. Bam. Moment mal, Geheimpower? Was ist mit Mega-Hieb passiert? Ja, den lasse ich jetzt sterben am besten. Ja, wobei, ist gar nicht mal so dumm. Geheimpower ist gar nicht mal so eine schlechte Attacke. Und, also natürlich war Mega-Hieb besser, von der Stärke her. Aber kann durchaus auch daneben gehen. Und bei Geheimpower hat man halt Stärke 70 und eine 100%ige Chance, dass es trifft. Gott sei Dank wurde wieder Galkant ausgewählt. Piss dich, du Dreckskerl. Dein Scheißbrüller. Und hat eben noch abhängig von der Umgebung einen Zusatzeffekt. Scheinbar hat Geheimpower hier den Zusatzeffekt, dass der Gegner paralysiert werden kann. Finde ich gut. Also habe ich jetzt nicht so arg was dagegen, dass wir hier Geheimpower jetzt reingenommen haben. Aber warum zur Hölle hat er zwei Fukanos? Das muss doch echt nicht sein. Geheimpower. Und bitte mach nicht wieder Brüller. Sondern paralysieren und greif... Ja, oder so. So geht's auch. Durch die Metallklaue wurde mein Angriff erhöht, aber so drastisch. Sauber. Also ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie weit ich komme, aber ich würde ganz gerne gegen Google kämpfen und ich würde auch ganz gerne... Ach, hier kann man sich heilen. Rausgehen und mich wie in Titanic... ganz vorne hinstellen ans... Wie heißt das? Bug, oder? Bin jetzt nicht sicher, ob Bug vorne oder hinten ist. Ich glaube vorne. Ja, doch, hinten ist Heck, ne? Heck und Bug. Und dann gibt es noch Steuerbord, Backbord und weiß der Teufel.
Wenn sich da irgendjemand auskennt, kann das da in die Kommis posten. Ich wusste es mal, zur Zeit, als ich sehr effektiv Patrizia gespielt habe. Habe ich auch Let's Played. Aber... naja. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, Steuerbord ist geradeaus. Oder? Doch. Und Backbord ist halt... hinten, irgendwie. Ach, ich habe keine Ahnung. Nidoran weiblich. Verbrannt. Down. Nein! Doch, nicht ganz. Das finde ich nicht gut. So gar nicht, gar nicht. Ja, super. Den Volltreffer hätte ich bei der Glut gebraucht und nicht bei der Metallklaue. Aber auch gut, ne? Ich finde auch die Musik an der MS Anne voll geil. Die ist so... ja. So bewegend, so romantisch. Komm mit den Tränen. Stefan, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Ja, nee, ist mir scheißegal, ich bin hier auch ein Gast. Was bist du für ein Fuzzi? Moin moin, du Landrade. Ich bin der Stefan auf diesem Kahn, ne? Ruf mich einfach, wenn du irgendwas willst, ne? Verdammt, Gespräch bist du aber nicht, Alter. Ja, man kann im Pokémon nichts reden, das ist genau wie in Link. Und du, was bist du für einer? Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. I think so too. Ich reise immer mit Knoblauf. Okay. Brauche ich jetzt eher nicht das Viech. Oh, hier geht's aber ab. Hier sind wieder Trainer. Und ein Preis sogar. Also es kann durchaus sein, dass der Part diesmal ein bisschen länger wird bei mir. Ich weiß nicht, wie viel ich schaffe. Ich werde wahrscheinlich nur noch Google schaffen, leider. Oder ich lasse Google aus. Ja, vielleicht lasse ich Google aus. Ich lasse es dann, Caleb. Ich gehe lieber raus. Nochmal Glut. Ich bin eh nicht so scharf drauf, gegen den zu kämpfen, wenn wir nur ein Pokémon haben. Wenn ich verlieren sollte, ist das nämlich eine Blamage. Ich bin ja bisher der Einzige, der noch nicht verloren hat. Außer bei diesem Betrug bei Rocco. Da kann ich ja nichts für. Durchbruch haben wir gefunden. Oh, geil. Das kann man natürlich auch gebrauchen. Stimmt, was haben wir dann noch so alles? Brüllerkugelsalz, Schaufler. Gib mal her. Das mach mal. Und zwar mach mal Schaufler. Oder? Warten wir noch. Ob ich Schaufler nehme, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht gibt es da andere Optionen. Aber Durchbruch würde ich auf jeden Fall nehmen. Und zwar für Geheimpower. Kann man das hier nicht abbrechen irgendwie? Doch. Durchbruch! Kampfattacke. Felsgrab, nein, nein, nein. Ja, also allerhöchstens noch Schaufler. Aber wenn ich mir so überlege, unsere Teammitglieder, vielleicht kann es da einer als Step-Attacke gebrauchen. Wie die einem schon den Arsch hinzustreckt, das finde ich so fies, ey. Pokémon ist echt manchmal... ihr wisst, was ich sagen möchte. Ich meine, man schaue sich mal die Girls aus den anderen Pokémon-Editionen an, vor allem die, die immer im Wasser sind. Also, ey, bitte, die haben ja so dicke Dinger, das Ganze aus ist. Wenn ich mich nicht irre, ist es sogar mal in irgendeinem Land zensiert worden. War das vielleicht sogar die USA? Mit Sicherheit, oder? Ich glaube schon. Ah, ich weiß es nicht mehr. Das weiß der Caleb. Der wird es dann in den Kommis schreiben, schätze ich mal. Oder wenn es irgendjemand von euch weiß, könnte es auch posten. Gehen wir noch hier gucken. Hey, hey. Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge das Team Rocket. Möchte gern. Das ist die Küche. Bist du weg, du leuchte Matrose? Wir sind schwer beschäftigt. Ja, ich auch. Ich klaue euch jetzt mal was. Zikonas hat Superball gefunden. Cool. Im Apfelheimer habe ich eine wirkliche Gebärde gesehen. Ich frag mich, was das genau war. Na, schau ich gleich nach. Ich bin der Chef der Cuisine. Ich weiß, ich kann kein Französisch. Der Hauptgang ist Currywurst. Wie kommt eine solche Banalität auf meine Karte?
don't know. Es gibt so viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Ja, das kenne ich. Immer muss ich die Zwiebeln schälen. Okay. Hast du schon von Relaxo gehört? Er schläft und frisst den ganzen Tag. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Opfer. Das machen immer die Boons. Okay, hier ist eine Piercy-Beere. Arena-Beere. Maronbeere. Ich weiß nur, was die Maronbeere macht. Die weckt einem aus dem Schlaf auf. Deshalb ist sie auch ein guter Job. Kann man gebrauchen. Gehen wir mal eine Stufe höher. Also es geht auch noch nach unten. Das wird dann hoffentlich der Kilip machen. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Aha. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Aha. Very interesting. Yo. Brrr, ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Tatsächlich. Ist aber schade. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ahoi, bist du sie krank. Nein! Bin ich nicht. Aber du... Glut. Oh, jetzt kommt ein Wasser-Pokémon. Tentacha. Da muss ich aufpassen. Kommen wir mal mit Durchbruch. Bam. Oh. Obwohl es nicht sehr effektiv war, ne? Aber wir haben halt eben gute Werte und Durchbruch ist jetzt ja auch nicht so schwach. Sperrstunde, die Party ist vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Oh, ich fürchte, ich bin jetzt doch schneller hierher gekommen, als ich eigentlich wollte. Jetzt ist mein Part ja am Ende sogar zu kurz. OMG! Übrigens, alle, die mein erstes Let's Play gesehen haben, könnt ihr euch noch erinnern, als ich an dieser Stelle Titanic-Musik eingespielt habe. Also, Celine Dion, My Heart Will Go On. Das würde ich heute natürlich nicht mehr machen, wegen Content-ID-Treffer und so, aber ich fand's sehr passend. Ich finde es nach wie vor einen sehr besinnlichen, erholsamen, chilligen Ort. Aber von der Musik her würde ich eigentlich schon fast so sagen, dass es eher eine Musik ist, die aus Pokémon Smaragd stammen könnte. Also jetzt natürlich nicht die Kampfmusik hier, die ist klar Kanto. Aber hört euch mal längere Zeit in die Musik auf dem Schiff rein, dann denkt ihr wirklich, das ist doch eigentlich Pokémon Saphir, Rubin, Smaragd. Also ich finde... dass sie schon ähnlich ist. Ist ja auch nicht die Originalmusik aus Rot, Blau, Gelb. Ist klar, die ist ja auch reloaded worden, ne? Ja, ich finde schon. Teilweise schon. Wisst ihr was? Machen wir nochmal unten, damit der Kilip dann nach rechts gehen kann. Damit er jetzt nicht rumsuchen muss, was hier los ist. Ich versuche jetzt noch alle Gänge hier unten zu schaffen. Stell mich dann vorne hin und dann ist es erledigt. So, Beeilung. Mein Pokémon Mashok ist super stark. Mit seiner Stärke kann es sogar Felsen bewegen. Wow, wie toll für es. Was hast du da? Supertrank. Den nehme ich mit. Ich bin ein Dieb. Ich finde es immer so lächerlich, wenn man ein Pokémon in jedes Haus gehen kann und dort was klauen kann. Oder welcher Trottel zum Teufel schmeißt einen Hypertrank in den Müll? Da muss man doch behindert sein. Oder? Ist jedenfalls meine Meinung dazu. Och nee. Drei Pokémon und dann noch ein Seba. Das muss doch echt nicht sein. Durchbrochen. Genickbruch. Wobei bei dem das Genick zu finden wahrscheinlich eher schwer ist. Und Mushas, ja, den muss ich jetzt mal da... Wisst ihr, wenn ich im Urlaub bin und eine Muschel esse, dann mache ich den nämlich auch immer so mit Karateschlag und Durchbruch und so weiter auf. Ist immer so. Macht ihr das auch? Also ich kenne eigentlich gar keine andere Variante. Und dann, wenn ich sie grillen will, dann hole ich immer meinen Lurak raus und der macht dann so einen kleinen... Ja, und dann ist das Ding fertig.
Schmeckt gut. Ich habe jetzt nicht wirklich Glut eingesetzt, oder? Oh Mann, bin ich ein Idiot. Sorry, wollte ich gar nicht. Ich war jetzt nur gerade in Gedanken im Urlaub wieder, Mann. Schon wieder so lang her. Ach, war schön. Allerdings gab es da auch so ein kleines... Ja, ich will sagen... ja, was soll ich überhaupt sagen? Es gab da so eine Art Drogendealer-Nest. Also man ist an den Strand gegangen und dann war da hinten so ein kleiner Hügel. Und dort war dann so eine Art Wald, sage ich mal. Und irgendwo da ging es tief rein, ein paar Meter. Und dann war da so ein Nest. Weil ihr kennt vielleicht, wenn ihr in Italien und so weiter seid, dass da ständig solche illegalen Einwanderer, schwarze natürlich, illegal Sachen am Strand verkaufen. Das ist natürlich verboten. Da fährt auch öfters die Polizei vorbei und nimmt die dann mit. Aber es ist so interessant, wenn die Polizei kommt, die haben alle so ein komisches Handy dabei und wenn einer die Polizei sichtet, dann werden sofort alle kontaktiert und ich sag euch, innerhalb von einer Minute sind sie weg, spurlos verschwunden. Ich glaube, die graben sich in den Sand ein oder so. Das ist krass. Eigentlich kommt alle 5 Sekunden einer vorbei, aber wenn die irgendwie in Uniform sind, sind die weg. So schnell, wie es gar nicht mal geht. Und ja, ich habe das halt mal beobachtet, dass da einige immer da hinten reingegangen sind. Und ich dachte mir, was zum Teufel machen die da? Als sie mal weg sind, habe ich mich mal so ein bisschen rangetraut, natürlich mit einer Pistole in der Hand, ne? bin dann da reingegangen, völlig furchtlos. Und oh mein Gott, ich glaube es nicht. Wenn ich nur daran denke. Also, das war vermüllt bis zum geht nicht mehr. Da war eine Hängematte, da war ein Röhrenfernseher angebracht. Ging aber irgendwie nicht. Und weiß ich nicht. Also Müll ohne Ende, Lebensmittel am Boden überall. Und also anscheinend haben da zwei gelebt. Einer hatte eine Hängematte, der andere hatte eine Luftmatratze drauf. Und auf der Luftmatratze war so ein Batzen Scheiße. Ich musste kotzen, als ich das gesehen habe. Und ich glaube, also da war noch so ein kleiner Kübel daneben. Und dort war... Ja, wie sage ich das jetzt kindgerecht? Männlicher Ausstoß war da drin. Also nehme ich an, es hat jedenfalls so gestunken. Und unter der Hängematte waren auch ein paar Gummis. Also das ist so krank. Ich sag euch, das sind schwule Drogendealer. Das ist echt der Hammer gewesen. Ich habe davon sogar ein Video gemacht. Und nein, ihr findet es nicht auf YouTube. Ich hatte es mal auf YT, hab's aber gelöscht. Und es gab ja vor kurzem so einen dummen Vorfall mit meinem Handy. Das war dann ziemlich im Arsch. Ich musste alles zurücksetzen und einige Daten sind natürlich verloren gegangen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das Video noch da ist oder nicht, aber ich glaube nein. Wenn ich es finde, dann werde ich es vielleicht sogar mal hochladen als Abonnenten-Special. Also wenn ihr es sehen wollt. Oh Mann. Ich habe natürlich nicht alles gezeigt. Ich glaube, die Kacke habe ich gezeigt, ein bisschen vom Müll. Das Kondi habe ich, glaube ich, nicht gezeigt. Aber sonst eigentlich alles, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Es gab neben dem auch noch kleinere, andere Nester, aber das war halt das Größte und auch das Krasseste von dem. Ich habe insgesamt 3 gefunden und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil mir das echt zu krank war. So, jetzt hier noch und dann haben wir es geschafft. Wir besitzen nur Wasser-Pokémon, ist das dein Ernst? Das finde ich gar nicht gut. Aber mal so gar nicht, gar nicht. Jetzt willst du also noch mit mir, mit einem Tentacher kämpfen. Meinst du, das hat noch nicht irgendwie jemand vor dir getan? Dann täuschst du dich aber, mein Freund. Und warum überlebt ein Tentacher das, wenn alle anderen davor down gehen? Das finde ich mal gar nicht gut. Hoho, gegrillter Tintenfisch. Ah ja, Tintenfisch ist auch so geil, ohne Scheiß. Also, wenn man den in der Pfanne brät. Bratet gibt's nicht, gell? Brät. Oder? Ach, kack drauf. Und richtig würzt, ey. Oh, 1A. 1A. Meine Fresse.
Und ja, ich bin jemand, der sehr viel aus dem Meer isst. Scheiße, ich habe keine AP mehr. Das finde ich jetzt dumm. Och nö, oder? Jetzt darf ich hier rum... Nein! Junge, mach den Part nicht unnötig länger. Okay, ich muss schauen, ob ich einen Adder habe. So kommen wir nicht weiter. Haben wir aber nicht, gell? Doch! Gott sei Dank. Benutze ich nie den Scheiß. Das geht in die Geschichte ein. Ist ja blöd, jetzt Genesung eine, obwohl er alle KP hat. Ha, Durchbruch! Honk! Das ist richtig scheiße, dass man Sterndor nicht in Pokémon Feuerrot bekommen kann, weil es echt ein gutes Teammitglied ist. Aber nein. Alter, verpiss dich. Und take this! Also Galkind wird sich jetzt demnächst auch entwickeln und Flammenwurf erlernen. Dann sind wir schon mal richtig stark. Darauf freue ich mich schon mal. Ja, ich hoffe, ich habe euch jedenfalls nicht mit meinen Geschichten irgendwie eingeschüchtert oder so. Wahrscheinlich denken jetzt einige O.O. oder Mutte. Aber, naja, ich bin auf eure Meinung gespannt in den Kommentaren. Ihr schreibt es mir ja so oder so, das weiß ich schon jetzt. Ich werde es, glaube ich, mit einem Lächeln lesen. Ach, komm ey, den Einstrich hätten sie eben jetzt aber auch wirklich noch abziehen können. Gibt's doch nicht hier. Komm, geh nach Hause. Okay, dann sag ich schon mal ciao. Ich werde den Part hier beenden, werde mich aber vorne hinstellen. Und dann geht's bei Kehle weiter. Also, see you guys then.